Hallo und herzlich willkommen im Keller zum, ich möchte mich ein kleines bisschen aufregen, was da mal wieder irgendwelche Trottel ausgetüftelt haben. Und zwar ums Waffengesetz geht es mal wieder. Hab dazu jetzt, das ist mein drittes Video dazu. Es gab mal ein ursprüngliches, da hatte ich zugegeben, da waren noch ein paar Dinge drin, die noch nicht so hundertprozentig korrekt waren. Dann habe ich ein zweites gemacht. Da war dann meiner Meinung nach tatsächlich alles korrekt. Und jetzt versucht man, beziehungsweise möchten ein kleiner Teil der Politikerschaft Deutschlands gerne eine weitere Verschärfung des Waffengesetzes scheinbar umsetzen, weil es zu viele Messerstechereien gibt. Also das Waffengesetz bezüglich Messer. Mit Schusswaffen, da scheint man sich einigermaßen einig zu sein, dass das schon ganz in Ordnung ist. Dem möchte ich in weiten Teilen sogar beipflichten. Also dass man nicht einfach so mit einer Schusswaffe rumrennen kann in Deutschland, finde ich definitiv gut. Aber scheinbar ist man jetzt der Meinung, dass grundsätzlich Dinge, die potenziell gefährlich sein könnten, unglaublich gefährlich auch sind. Und derjenige, der was dabei hat, das potenziell gefährlich sein könnte, das in Zukunft nicht mehr dabei haben darf, weil er könnte ja spontan zum Mörder oder Totschläger oder Körperverletzer oder Ähnlichem werden. Ja? Und weil dieses Risiko selbstverständlich immens groß ist, muss man da einschreiten und muss dringend das Waffengesetz bezüglich Messer verschärfen. So, worum geht's? Es ist jetzt bisher erstmal ein Gesetzesvorschlag. Der ist vielleicht schon die erste Instanz durchlaufen. Ich habe dazu jetzt keine ganz neuen Informationen gefunden. Aber in diesem Vorschlag steht drin, und den verlinke ich euch gerne auch unten, dass also vier Dinge sind es. Fangen wir mal mit D an, weil D ist mir scheißegal. D besagt, dass ab sofort Messer verboten sein sollen der Kategorie Springmesser. Also nehmen wir mal an, das hier wäre ein Springmesser. Ist es nicht. Aber wenn es ein Springmesser wäre, dann könnte man hier einen Knopf drücken. Klick. Und jetzt würde die Klinge von alleine aufspringen. Dann wäre es ein Springmesser. Bisher steht aus irgendwelchen Gründen drin, dass die bis 8,5 cm Klingenlänge noch okay sind und drüber nicht mehr. Was das soll, völlig willkürlicher Schwachsinn, natürlich, aber steht so im Gesetz, also müssen wir uns alle dran halten. Ab sofort Springmesser gar nicht mehr. Also wenn das so durchgeht und so beschlossen wird. Und wie gesagt, dieser Text, den wir jetzt momentan haben, das ist auch nur ein Entwurf, das ist nichts Rechtsverbindliches und das kann sich alles noch ändern. Aber gehen wir es mal so durch, wie wir es bisher haben. Ne? Also das hier soll wegfallen, wenn es das wäre, was es nicht ist. Das ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Ich verstehe den Sinn und Zweck von einem Springmesser sowieso nicht. Außer, dass das vielleicht ein interessanter Gegenstand ist, weil er technisch interessant gemacht ist und man ihn vielleicht in einem Museum deponieren möchte, weil die Menschheit im Laufe ihrer ingenieurstechnischen Entwicklung irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, dass man sowas bauen kann. Ja. So, sonst. Wofür das jetzt praktischen Nutzen haben soll, dass das Ding eine Sekunde schneller offen ist oder von mir aus eine halbe Sekunde, als ein Einhandmesser, das man auch sehr schnell öffnen kann, ohne dass da irgendeine Feder verbaut ist, ja, da verstehe ich einfach den Sinn nicht, wo da der Vorteil liegt. So, die anderen drei Punkte, da kann man sich trefflich drüber streiten. Einen davon halte ich für vollkommen sinnlos. Die anderen beiden, da kann man ein bisschen zumindest drüber nachdenken. So, um es mal kurz zu nennen, völlig sinnlos finde ich eine weitere Verschärfung der Regel, die Klingenlängen auf 12 cm begrenzt. Ne? Die kennen wir alle, feststehende Messer dürfen nicht länger als 12 cm sein, weil dann sind sie ja viel gefährlicher, als wenn sie nur 12 cm lang sind. Dazu rege ich mich gleich noch auf. Dann will man es ermöglichen bzw. es vereinfachen, dass an bestimmten Gebieten ein generelles Waffenverbot erlassen werden darf. So, was das jetzt exakt genau bedeutet, ist auch noch nicht ganz konkret, aber gehen wir mal davon aus, dass wir keinerlei Form von Taschenmesser in so einer generellen Waffenverbotszone mit uns führen dürfen. Bisher ist es so, dass keinerlei Form von Taschenmesser mitgenommen werden darf auf zum Beispiel Volksfeste, also ein Jahrmarkt oder das Oktoberfest zum Beispiel, um ein prominentes zu nennen, oder Demonstrationen und vielleicht gibt es da noch ein paar andere Dinge. Der Hausrechtinhaber kann auch jetzt schon, das heißt die Deutsche Bahn kann, Busunternehmen können, jeder der Supermarkt kann jetzt schon in ihrem Hausrecht bzw. in ihrem ihrer AGB oder was auch immer oder ein Schild aufhängen, wenn du ein Messer dabei hast, darfst du unser Grundstück nicht betreten und so weiter. Das können die jetzt schon regeln. Das heißt, da braucht es kein neues Gesetz für, das ist jetzt schon möglich. Wer das nicht tut, ja gut, der hat es halt nicht gemacht, weil er sagt, es bringt nichts und es ist sinnlos.
Aber das ist ganz interessant, ne? Weil der zweite Teil eben neben diesem, es können relativ einfach Waffenverbotszonen erlassen werden, ist, es soll generelle Waffenverbotszonen geben, wie eben Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, meinetwegen Altenheime, Jahrmärkte sind ja sowieso schon, Supermärkte, Kaufhäuser, so ein Zeug, ne? Sofern sie noch nicht ausgestorben sind und von Amazon ersetzt wurden. Jedenfalls, das ist dahingehend, ja, vielleicht nochmal eine kleine Verschärfung, dass auch diejenigen, die bisher das nicht ausdrücklich in ihrem Hausrecht, im Rahmen ihres Hausrechts angeordnet haben, dass man keinerlei Taschenmesser dabei haben darf, wenn man da reingeht, die müssen es dann jetzt tun, sozusagen. Also denen wird es jetzt einfach vorgeschrieben. Verändert das die Situation maßgeblich? Müssen wir uns da ganz, ganz furchtbar drüber aufregen? Wahrscheinlich nicht, weil wir nämlich wahrscheinlich bei mindestens 70% der Etablissements, in denen man keinerlei Messer und so weiter und so fort mitnehmen darf, weil das irgendwo in irgendwelchen nicht einsehbaren Bestimmungen drinsteht, das kriegen wir wahrscheinlich gar nicht mit. Ne? Vielleicht sind es auch weniger, keine Ahnung. Aber wenn die bisher die Möglichkeit haben, das Mitführen jeglicher Messer zu verbieten und sie es tun alle nicht, dann könnte es daran liegen, dass sie da keinen Sinn drin sehen, vielleicht. So, man kann natürlich kollektiv sämtliche Supermarktbetreiber, Kindergärten, gut, okay, an Schulen macht das ja Sinn, ne? An Kindergärten ja auch. Also insbesondere für die Schüler bzw. zu wachsenden Kinder, ne? Also zu pflanzenden Kindergarten. Da macht das ja wirklich Sinn. Also das finde ich auch sinnvoll, dass man nicht unbedingt an der Schule mit dem Taschenmesser rumrennen muss. Sind ja Kinder, die sind bekanntlich dumm, darf man aus politischen Gründen nicht sagen, aber sie sind unerfahren und hin und wieder etwas impulsiv und daher ist es vielleicht wirklich ganz gut, wenn es da sowas nicht gibt, ne? Beziehungsweise man bei jungen Menschen die Heranführung an das Besitzen eines Messers gegebenenfalls erstmal unter elterlicher oder sonstiger erziehungsberechtigter Aufsicht durchführt, finde ich schon erstmal ganz sinnvoll. Ich hoffe, da sind wir uns einigermaßen einig. So. So gesehen, wenig Konfliktpotenzial, finde ich, bei dem Teil mit dem Messer nicht im Supermarkt, Messer nicht sonst wo und so weiter und so fort. Beziehungsweise, wenn man es zwangsweise durchhaut, dass das jetzt so sein muss, ne, und es eben nicht mehr diese Freiwilligkeit des jeweiligen Etablissements, nenne ich es jetzt einfach mal, gibt, dann wäre das sicherlich... Ja, man könnte ja dann eventuell, das müsste man juristisch halt feststellen, ne, könnte es sein, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, für den Betreiber eines Supermarktes trotzdem kleine Taschenmesser zuzulassen. Dass der dann zum Beispiel damit Werbung machen kann, wenn jetzt ein solches Gesetz kommen würde. Ich erlaube aber, weil ich das Hausrecht habe, dass man bei mir auch reinlaufen darf, wenn man ein kleines Taschenmesser dabei hat. Und mit einem kleinen Taschenmesser meine ich so irgendwas von diesem Format, ne? Nicht lächerlich klein, sondern ein normales Taschenmesser mit einer normalen, praktikablen Klingenlänge, wie wir sie bisher auch immer mitführen durften. Gut, also vielleicht kommt es so, dass der Staat bzw. die Gemeinde oder sonst wer halt leichter Waffenverbotszonen erlassen kann. Das betrifft uns erstmal auch nicht groß, weil dann wird das wahrscheinlich in irgendeiner Gegend sein, wo tatsächlich ein eingebildetes oder real existentes höheres Risiko von Messerstechereien besteht und vielleicht ist das irgendwie notwendig, auch wenn ich nicht sehe, warum das neuerdings notwendig sein soll, damit die Polizei den Leuten eher ein Messer abnehmen kann, wenn sie kontrolliert. Das Blöde ist bloß, dass man dann auch gleichzeitig erstmal viel mehr Polizei bräuchte, damit die auch kontrollieren können. Weil was man schon als Pädagoge lernt, ist, wenn du deinen Schülern oder auch als Elternteil oder als solcher, der das mal plant zu werden, lernt man auch, wenn du irgendwelche erzieherischen Maßnahmen, Gesetze, ne, in Anführungszeichen, erlässt, irgendwelche Regeln erlässt, und Gesetze sind Regeln, dann musst du auch eine Option haben, diese Regeln zu kontrollieren. Weil wenn die Regel einfach nur im Raum schwebt und die Möglichkeit zur Kontrolle und zur Sanktionierung bei Verstoß gar nicht gegeben ist, und das ist der Fall, dann macht es keinen Sinn, diese Regel zu erlassen, weil dann machst du dich nur lächerlich. Also das nur mal so am Rande angemerkt.
Aber vielleicht mag es Situationen geben. Irgendwo in Deutschland. Ich meine, ich bin kein Städter. Ich habe keine Ahnung, wie es in Städten zum Teil. Also ich gehe da mal ganz kurz hin und bin froh, wenn ich wieder weg bin. Wenn es da irgendwelche Viertel gibt, wo das wirklich an Gang gäbe, ist, dass da jeder mit dem Messer im Sack rumrennt und bei jedem kleinen Streit sofort mit den Dingern aufeinander losgehen. Vielleicht ist es dann ja in irgendeiner Form sinnvoll, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht kann man mal drüber nachdenken, ob man das grundsätzlich verbietet, ein Messer dabei zu haben. Dann haben sie nämlich alle automatisch illegale Messer dabei. Ob es das besser macht? Nee, also ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Gut, also das waren jedenfalls diese beiden Messerverbotszonen-Geschichten. Super leicht zu umgehen, nicht zu kontrollieren. Gegebenenfalls vielleicht für einen von 100 Fällen irgendwie hilfreich, wo es zu einer Messerstecherei kommt. Ne? Also legale Messerstechereien gibt es dann quasi nicht mehr. Die sind dann automatisch beim Zücken des Messers schon illegal. Bisher waren sie das übrigens auch. Ja, also nach aktuellem Recht ist es ja nicht so, dass man Messerstechereien durchführen darf, weil man ein Messer dabei haben darf, sondern man darf auch jetzt schon niemanden erstechen. Das ist so. Überraschung. Gut, und die letzte Sache, da wird diskutiert, ob es denn nun 6 cm sein müssen, und ich habe noch keine Quelle gefunden, die mit Sicherheit genau verifiziert, warum es denn jetzt unbedingt 6 cm sein sollen, aber die bisherige Regelung der 12 cm feststehenden Klinge, ne, sofern sie arretiert, nur maximal 12 cm oder halt dann eben so ein Messer, nur maximal 12 cm, was per se sowieso schon immer feststehend ist, weil man es gar nicht klappen kann. Diese Regel soll dann auf 6 cm reduziert werden. Ob man Einhandmesser, die darf man ja jetzt schon nicht mehr nicht führen, ob das dann wieder geht, ob man dann wieder Einhandmesser führen darf, das wäre dann die große Frage. Ob das dann lustigerweise dann tatsächlich wieder zulässig ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gilt dann weiterhin, Einhandmesser sind böse, die darfst du nicht führen. Und das hier, nur mal so spaßeshalber, das hier hat 6,3 Zentimeter irgendwie. Also das ist das, was am nächsten 6 Zentimetern kommt von den Messern, die ich hier rumfliegen habe. Kann ich jetzt mit diesem Messer hier jemanden erstechen? Jupp. Kann ich mit diesem Messer denn auch jemanden erstechen? Jupp. Folgendes Szenario. Ja? Vielleicht ist das ja praktisch, dass das jetzt nur noch 6 cm lang sein darf. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand mich erstechen möchte. Ja? Und kommt hier so auf mich zu und macht diesen. So. Und jetzt mache ich meinetwegen diesen Block. Und blocke jetzt dem seinen Arm so ab. Ja, aber leider, bisher war es so, dass er ja 12 cm, das sind nur 10, aber tun wir mal so, als wäre das 12, dabei haben durfte, ja, und wenn ich ihn dann so geblockt habe, dass ich so viel Klinge im Auge hatte, dann hatte ich ein Problem, ja, weil dann hatte ich so viel Klinge im Auge. Jetzt ist es viel besser, jetzt brauche ich nur noch so zu blocken, also wenn ich ihn jetzt so blocke, wie ich ihn vorher geblockt hätte, dann stoppt die Klinge haarscharf vor meinem Auge, ha? Da fühle ich mich viel sicherer. Viel sicherer fühle ich mich. Oder sie stoppt haarscharf, weil ich jetzt 4 cm leer die Klinge an mich ranlassen darf als vorher, stopft sie haarscharf vor meiner Halsschlagader. Ha? Oder vor sonstigen Schlagadern am Oberschenkel, am Handgelenk und so. Hier diesen hier. Ja, viel sicherer. Reicht eine 6 cm Klinge noch, um jemanden zu töten, indem man ihm das Ding ins Herz rammt? Ja, tut es. Ja, also 6 cm ist so ein kleines bisschen willkürlich. Warum? Warum nicht 8? Warum nicht 9? Warum nicht 4? Warum nicht 3? Wir wissen ja nicht, ob das stimmt. Wir wissen auch nicht, wie das durchkommt. Und es ist ja noch kein Gesetzestext, sondern es ist erstmal wirklich bloß noch, immer noch nur ein Vorschlag, in Anführungszeichen, ein doofer. Aber macht das einen sicherer? Teppichmesser, die berühmten Cuttermesser, ne? Also diese saugefährlichen Dinger, mit denen man wirklich ordentlich schön Schaden anrichten kann, die sind unter 6 cm, ist noch in Ordnung. Ja, darfst du weiter mit rumrennen. Überhaupt kein Problem. Was ja auch irgendwo wichtig ist, weil zum Beispiel derjenige, der den Teppich verlegt, so ein Cuttermesser, Teppichmesser, gegebenenfalls braucht. Ja? Und der muss ja auch einen Teppich verlegen können. Im Kindergarten. Weil auch im Kindergarten gibt es Teppich. Zum Beispiel. Oder in der Schule. Ich habe auch schon Teppiche in der Schule gesehen. Und Teppichboden.
Selten, aber gibt es. Habe ich gehört. Jeder Handwerker hat ja in irgendeiner Form ein Schneidwerkzeug dabei. Müssen die dann auch alle verboten werden? Oder ist das okay, solange die halt nur unter 6 cm sind und damit kann man dann niemanden verletzen? Was übrigens auch unter 6 cm ist, ist eine verdammt hundsgemeine, scheißgefährliche Angelegenheit, nämlich ein Skalpell. Ja, wenn dieses Gesetz so durchgeht, dann kann man sich eine kleine Lederscheide für seinen Skalpell basteln, kann sich sein Skalpell zum Beispiel hier am Unterarm montieren, damit man es jederzeit griffbereit hat und dann Leute mit dem Skalpell aufschlitzen, was sehr, sehr tödlich ist. Sehr, sehr tödlich. Das ist weiterhin legal, weil es ist ja unter 6 cm. Man könnte sich auch, man kann ja auch heute schon Messer selber bauen, man könnte sich irgendwas nehmen, eine 6 cm Klinge und daran einen super langen Griff befestigen. Da hat man also quasi einen Schlagstock mit super toller aufschlitzender Spitze, also so ein universelles Klopp-Instrument eigentlich. Dass sowas natürlich eigentlich eine Waffe ist und damit automatisch unter das Waffengesetz fällt, ist klar. Aber die Idee mit der 6 cm Klinge zwischen eben Spitze und Heft, ja, also hier, ne, das macht einfach keinen Unterschied. Das macht einfach keinen Sinn. Nicht, dass es so wäre, dass das Waffengesetz in der aktuellen Fassung irgendwie Sinn macht. Weil, was darf ich nicht dabei haben? Ein Einhandmesser. Warum nicht? Das wurde mal so erklärt. Habe ich mal sehr lange recherchiert, um das rauszufinden. Der Grund, warum man ein Einhandmesser nicht dabei haben darf, ist, wenn du es in der Tasche hast. Ja? Und jetzt läufst du rum und hast das spontane Bedürfnis, jemanden abzustechen, was dir einfach unterstellt wird mit dem momentanen Waffengesetz, dass du das spontane Bedürfnis haben könntest, jemanden abzustechen. Dann, wenn du ein Einhandmesser hast, kannst du es rausnehmen und du kannst es öffnen und du kannst zustechen. Ja? Das kannst du, wenn du das übst, vielleicht noch in einer noch fließenderen Bewegung. Deswegen ist das verboten. Was aber noch legal ist, ist so ein Messer. Und da es keinerlei Angaben gibt, wie man ein Messer tragen darf, kann man so ein Messer zum Beispiel so tragen. Oder noch besser so. Ja? Und gut, das sieht man dann zwar, aber nimm mal an, du hast da irgend so einen Mantel drüber und, oder du trägst es hier so unter der Achsel. Ja? Und dann kannst du das ziehen und jemanden erstechen. Und das geht sogar noch schneller als mit einem Einhandöffner, weil das muss man überhaupt nicht öffnen. Das muss man nur ziehen und kann jemanden abstechen. Und man kann es auch verdeckt tragen. Ja, also fühlen wir uns super sicher, dass wir keine Einhandmesser mehr dabei haben dürfen? Nein! Macht das Sinn? Nein! Hat das Gesetz, seit es 2009 verschärft wurde, bezüglich Attentate mit Messern und so weiter und so fort, irgendwas gebracht? Ich würde mal behaupten, nein. Da kann man sich natürlich streiten. Und ich kenne auch die genaue Kriminalstatistik nicht. Aber ich halte es nicht für hilfreich, für 6 cm weniger lange Klingen grundsätzlich allen Leuten, die ein Messer, das man noch benutzen kann, sinnvoll, für so ziemlich alles, was man mit einem Messer machen kann, diese Klingen zu verbieten, damit sie ab sofort 6 cm kürzer und damit ein winzig kleines bisschen, ne, Beispiel mit dem Block eines Messerangriffs, ein winzig kleines bisschen weniger gefährlich sind. Das ist doch hirnrissig. Das bringt doch nichts. Ja? Und wenn alte Oma auf der Straße sich dadurch sicherer fühlt, dann ist alte Oma auf der Straße halt blöd. Dann muss man halt lieber Aufklärungsarbeit leisten und darauf hinweisen, dass das nicht viel bringen würde. Außerdem gehen wir ja momentan davon aus, dass tatsächlich, und das ist sehr unwahrscheinlich, sich jeder, der ein Messer dabei hat oder potenziell dabei haben würde, künftig daran hält, dann auch wirklich kein Messer dabei zu haben. Weil wer begeht denn die Straftaten? Sind es diejenigen, die in den Wald gehen wollen, um ein bisschen zu schnitzen? Eher selten, würde ich sagen. Nicht ausgeschlossen, das ist es nicht, aber doch eher selten. Es sind diejenigen, die tatsächlich auch vorhaben, eine Straftat zu begehen, beziehungsweise ein Messer deswegen dabei haben, weil sie darüber nachdenken, dass sie es potenziell auch als Waffe verwenden könnten. Für die ist das eine Option. Ja? Und sie führen es mit zur Selbstverteidigung und so weiter und so fort. Welche Personengruppen das jetzt nun mehr tun als andere, interessiert mich nicht. Geht mich nichts an, ist mir auch egal. Aber wenn du was Böses mit dem Messer vorhast, dann bist du jemand, der sich einen Scheiß drum kümmert, ob das verboten ist, ein Messer mitzunehmen oder nicht. Zumal die Chance, dass du kontrolliert wirst, ob du ein Messer dabei hast oder nicht, ohnehin für jemanden wie dich und mich, der du jetzt hier zuguckst, gehe ich mal zumindest von aus, dass du so jemand bist, nahezu nicht existent ist. Und ein Gesetz,
beziehungsweise eine Regel zu erlassen, die du nicht kontrollieren und nicht sanktionieren kannst, weil du sie nicht kontrollieren kannst, weil wir nicht überall Polizisten in schwarmhaften Mengen rumrennen, die sofort jeden, der auf die Straße geht, kontrollieren, ob er nicht eventuell ein Messer dabei hat. Das macht das völlig sinnlos, ne? Also die Chance, dass du mit einem Messer wahrscheinlich auch die nächsten Jahre lang, 10 Jahre lang, wenn du immer so ein Messer dabei hast, hier problemlos komplett durchs Leben gehen kannst, sofern du es in der Tasche halt lässt, wenn viele Leute anwesend sind, was man sowieso tun sollte, einfach um niemanden zu erschrecken, was ich bisher auch tue, obwohl dieses Ding absolut legal ist. Kein Mensch ist jemals auf die Idee gekommen, mich zu kontrollieren, ob ich ein Messer dabei habe. Und das wird auch in Zukunft so sein, weil ich niemanden treffe, der mich da diesbezüglich kontrollieren kann. Außer wenn tatsächlich mal zweimal im Jahr ich an einem Polizisten vorbeigehe. Was ja in keinster Weise schlimm ist. Ne? Freue ich mich eigentlich eher hoch. Da sind ja welche. Die passen ja auf. Toll. Also, ne? Und überhaupt nichts gegen die Polizei. Nun wirklich überhaupt nicht. Hab bisher nur positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Aber wie sollen die denn bei ihrem momentanen Personalstärke schaffen, jetzt alle Leute auf Verdacht, so mit Zufallsprinzip oder was auch immer, zu kontrollieren, ob die ein Messer dabei haben? Das geht nicht. Und wenn du es nicht kontrollieren kannst, kannst du es nicht umsetzen, dann klappt das nicht, dann ist es einfach nur lächerlich und sinnlos. Und wer sich dadurch sicher fühlen soll, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das bringen soll. Also ich halte die ganze Idee für einfach in keinster Weise zielführend. Weil was soll man denn noch alles verbieten, damit sich die Leute sicherer fühlen können? Im Übrigen haben wir dann nach wie vor das Problem, Messer sind verboten. Ja, aber ich kann weiterhin mit meiner Axt in den Wald rennen. Ist die jetzt völlig harmlos? Okay, es ist eine winzig kleine Axt, ja. Also weder jetzt macht jemand Witze über meine kleine Axt, die ist trotzdem toll. Aber ich werde künftig auch definitiv nahezu immer mit dieser Axt in den Wald rennen, weil man mit dieser Axt noch weiterhin gut schnitzen und Holz bearbeiten kann, was man mit einem 6 cm feststehenden Messer zwar auch noch so halbwegs kann, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, vorher schaffe ich lieber mit der Axt. Also dann benutze ich die als Messerersatz. Weil so eine kleine, wirklich handliche Axt, da kannst du wunderbar Holz mit bearbeiten, auch schnitzenderweise, schneidenderweise. Damit kannst du sogar dein Butterbrot schmieren. Das wäre natürlich ein bisschen seltsam, aber gehen würde es. Man kann damit auch ein Weckle aufschneiden. Weckle ist badisch für Brötchen, Semmel, Stulle. Oder was es da noch so für Begriffe für gibt. Aber ja, ne? Also, doof. Einfach nur doof. Nicht zu Ende gedacht. Kann ich wirklich nichts wirklich Hilfreiches dran finden, außer von mir aus Waffenverbotszonen, sofern man klarstellt, dass ein kleines Taschenmesser oder hier sowas Klassisches wie so ein Opinel irgendwo zwischen 7 und 9 oder 8, weiß ich gar nicht, das ist glaube ich 8, nee, das ist 9, ups, dass sowas auf keinen Fall als Waffe stigmatisiert wird. Weil man stellt ja Leute unter Generalverdacht. Wenn du so ein Messer dabei hast, kein Mensch, der vorhat, eine Messerstecherei zu begehen, hat ein Opinel-Messer. Das gibt es seit über 100 Jahren. Ist das ein französisches Bauernmesser, was der Franzose, der Winzer, also eigentlich ein Winzermesser genau genommen, dann auch später für Landwirte. Und für jeden Franzosen, der irgendwie auf dem Land gewebt hat, wurde so ein Messerchen verwendet. Haben die sich damit gegenseitig abgestochen? Keine Ahnung, vielleicht ist es mal passiert, aber war es deshalb unglaublich gefährlich in Frankreich auf dem Land, weil jeder so ein Messerchen dabei hatte? Wohl kaum. Ich meine, das ist ein Opinel, ja? Das ist keine Waffe. Also beim besten Willen nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ein verdammter Ziegelstein, mit dem du jemandem den Schädel einschlägst, ist effizienter als so ein Opinel. Vielleicht nicht zwingend, aber auch. Mindestens genauso sehr. Und nochmal. Das hier wäre noch legal. Tot. Aha. Völlig bescheuert. Völlig behämmert. Ich mag nicht mehr. Ich bin raus. Es gibt übrigens lustige Petitionen, wo man unterschreiben kann, damit man das Ganze dann irgendwie noch wieder abwenden kann, diesen Gesetzesvorschlag. Darf natürlich jeder machen, der da möchte, aber mir ist es einfach zu unrealistisch, dass wenn jetzt wir 3, 4, 5 Hanseles, von mir aus sind wir auf 50 oder von mir aus auf 5000, die wir Messer dabei haben, zu unseren Hobbys zählen, jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, wenn wir jetzt alle dieses Ding unterschreiten, das kratzt doch niemanden. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das viel bringt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur Pessimist. Jo, ich lasse es einfach mal so stehen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.